Total recht herzlich willkommen zum Sondersender Nordrhein-Westfalen. Euer AWH Movie, freie Presse, hat was zu sagen. Und zwar CeBIT 2016. Wir alle erinnern uns gerade an die CeBIT 1996, wo das alles, was wir jetzt in Händen halten, so langsam auf den Weg gebracht wurde. 1976, 1986 war Cyberspace angesagt. Auch die Spielfilme waren Cyberspace. Nur da war man ja ganz weit vorne. Man hatte die Synapsen an und man tauchte sozusagen durch die Synapsen ins Gehirn und man war im Gehirn mit der Virtual Reality verbunden. Waren natürlich die Spielfilme. Sehr viele von euch kennen die Spielfilme. Wir wollen aber die CeBIT. Die CeBIT 2016. Der Grund für Videoclip ist freie Presse, AWR Movie. Nichts Neues. Total nichts Neues. Was sehr lustig ist, dass bei der CeBIT, wenn die Computermesse ist, immer von Arbeitsplätzen gesprochen wird, dass ganz viele Menschen Arbeit bekommen. So war es auch 1996. Man stand vor Geräten mit 21 Zoll Monitoren. 21 Zoll Monitore, die richtig was gewogen haben. Wir haben alles noch im Archiv. Können wir irgendwann mal zeigen, die alten Monstereinheiten, wenn wir beim Entsorgen sind. Wir machen ja eine neue Sache auf. Denn uns wurde gestern gesagt von der Firma Sony, dass im Oktober 2016 die Cyberway, ja, die Cyberbrille oder VR-Brille, neuer Name, nicht Morpheus, PlayStation VR-Brille für 399 Euro in den Handel kommt. Hat alles seine Gründe. Die anderen sind also schon am Spekulieren, die natürlich die Superbrillen rausbringen für wahnsinnigen 3D-Genuss, aber auch diesbezüglich ein Computer der High-End-Klasse im Zimmer stehen muss, um spielen zu können. Was bei der PlayStation nicht unbedingt, weil die PlayStation entwickelt sich ja weiter und sie will ja dem Massenmarkt zugänglich sein. Die Masse soll ja 3D spielen können. Die Masse soll ja auch den Datenhighway, ihre Spiele demnächst in Virtual Reality spielen und so weiter und so fort. Also 1976, 1986 ist im Jahre 2016 bedingt durch die CeBIT 1996 ja wahr geworden. Wir haben den Bodyscan, ja. Wer kennt den Film noch? Looper im Original Deutsch, kein Mord von der Stange. Man kam in den Bodyscanner, der damals alles noch mit Laser war, heute ist es ja mit Kamera ganz viele. Man kann das auch ausdehnen, man kann ganze Häuser da drin bearbeiten und so weiter. Also Bodyscan von 76 im Jahr 2016 fast schon kaufbar. Der 3D-Scanner, die 3D-Brille, Cyberspace, Virtual Reality im Jahre 2016 ist alles da. Schade, ich hätte gerne im Jahr 2096 mir alles angesehen, wird wohl nicht möglich sein. Deswegen freue ich mich auf das Jahr 2016, wo auch mit der Brille, VR-Brille von PlayStation, ein Star Wars Spiel in VR auf den Markt kommen wird. Und als Star Wars Fans werden wir uns das anschauen. Also im Oktober machen wir den Videoclip über VR. Wir arbeiten jetzt daran, dass die Räumlichkeiten fertig werden, dass die Kunden dann hier an der PlayStation 4 und an der VR und an den Spielen sich erfreuen. Wir werden weiterhin den Star Wars Club, Star Wars 100% Begeisterte weiterhin führen. Wir werden auch die Sammelfiguren führen. Jetzt kommt so langsam der Frühling. Ostern naht. Jetzt machen wir eine ziemlich lange Ruhepause wieder. Wir werden uns gleich mit diversen Künstlern am Telefon unterhalten und wir werden ganz andere Videoclips machen. Aber immer wenn die CeBIT naht, wenn die CeBIT da ist und die Sachen vorstellt, 1996 Nokia mit dem Wahnsinns-Handy so zum Aufklappen und zum Tippen. Ich meine, die Preise damals waren genauso hoch, 800, 900 bis zu 3000 D-Mark war. Wenn man dann mit so einem fetten Teil irgendwo gestanden draußen und hat telefoniert, sah schon sehr lustig aus. 76, 86
war das C-Netz. Da war ein Riesenklotz mit einer Riesenbatterie und noch Telefonhörer mit Schnur. Aber C-Netz nannte sich das. Es war eine schöne, schöne Zeit. Also ich erinnere mich sehr gerne dran und deswegen habe ich diesen Videoclip einfach jetzt mal so gemacht. So einen spontanen YouTube-Clip. Ja, 96 fing alles an, ja, und dann hatten wir die AVI-Clips, ne? AVI, AVI und Ruckel, Zuckel, nix. Wir sind heute bei 4K. Samsung und LG haben HD gesagt, komm, ist nicht mehr, und somit haben alle gesagt, okay, Samsung S7 hat schon 4K, zeichnet also auch schon in 4K auf. Ja, die meisten haben schon 4K. Wir haben auch 4K, wir drehen jetzt aber solche kleinen Mini-Clips jetzt nicht in 4K, sobald das Standard ist, auch bei YouTube, auch ruckelfrei und jeder hat seine Glasfaser, Datenleitung, werden wir diese Sachen natürlich auch in 4K bringen, ist klar, machen wir, ist kein Thema. Für uns, aus Sicherheitsgründen, sagen wir das allen noch einmal, ist es noch Spaß, wir verdienen kein Geld damit, wir produzieren auch nichts, was Geld bringen soll. Es soll einfach nur Spaß machen. Und wer sich das anschaut, soll animiert werden, bessere Clips zu machen. Es soll animiert werden, mitzumachen und seine Ideen vielleicht uns anzutragen, die wir dann mit ihm verwirklichen, weil wir die Technik und er vielleicht die Idee. Also ihr habt vielleicht die Idee, aber die Technik nicht. So, wir haben die Technik seit 1966 und jetzt seit 2016 sogar im allerneuesten 4K-Modus. Wir haben Studios, wir haben alles, alles was schon seit 1976 der Amiga 86 hatte, haben wir heute halt in High-End-Computern. Also wir könnten die Datenbrille jetzt aussetzen. Gut, wir müssten eine neue Grafikkarte in diesen High-End-Computer einsetzen, damit wir mit dieser VR-Brille arbeiten hätten können. Ja, Optimus Prime, Optimus Rift, Optimus. Wir sind sehr optimiert, ja. Wir sind sehr optimistisch. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wer auf dem C-Bit nicht war, hat nichts verpasst. Ehrenwort, hat nichts verpasst. Und das Gute kommt, wie gesagt, im Oktober, natürlich zu Weihnachten in den Handel, egal was es ist, egal was jetzt. Auch der Datennetz, Anbindung, Strom, Industrie 4.0 ist schon kräftig am Arbeiten. Da geht so schnell, da sind wir, wie gesagt, miteinander verbunden. Da können wir auch, wie gesagt, Konferenzen machen, während wir arbeiten. Können wir ja jetzt schon, aber jetzt noch nicht mit allen. Na, wir müssen noch so einen Videoclip machen, wir müssen ihn noch fertigstellen. Gut, wir könnten jetzt live oder wir hätten jetzt live machen können bei YouTube, aber warum? Wie gesagt, unsere Videoclips sind noch Spaß. Und heute Abend um 18.50 Uhr, jeden Mittwoch nicht vergessen, Hubert und Staller, die Huldigung haben wir rausgehauen. Uns gefällt die Serie. Ja, und das war's auch schon. C-Bit, nichts Neues, außer die Datenbrillen, die jetzt endlich wieder 76, 86 angekündigt, so langsam in den Handel kommen. Und immer noch scheitern am Computer, der einfach immer noch sehr teuer ist für diese Art von Spiele. Ja. Aber Sony macht's möglich.